Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder mal um eine Reparatur bzw. Fehlersuche. Auf dem Tisch habe ich eine sogenannte Heißluftfritteuse von Philips mit der Modellbezeichnung HD9240. Der Fehler sieht so aus, ja, man drückt auf die Ein-Taste, es passiert einfach nichts mehr. Bei solchen Geräten gibt es Thermosicherungen. Die werde ich gleich prüfen. Netzteil natürlich für diese ganze Bedieneinheit und Anzeige. Und der nächste Schritt ist einfach, das Gerät zu öffnen. Dazu braucht ihr als erstes mal so einen flachen Schraubendreher. Und damit müsst ihr einfach nur in die oberen Ecken unterhaken. Dann knackt es, da ist nichts zu schrauben. Ein bisschen kräftiger. Knack, das heißt nur Plastik. Knack. 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 So, dann kann man schon mal den Motor sehen und das Ganze kann man dann natürlich nachher abheben, nachdem man unten am Boden sind vier Schrauben, die man noch lösen muss. Dazu braucht man einen Torx-Schlüssel, das ist dieser sogenannte 15er Torx, TX15. Dann kann man diese Einheit hier hochnehmen, aber Vorsicht, eine Leitung geht von hier auf eine kleine Platine. Und die muss man vorher lösen. Das ist der nächste Schritt. Ja, nachdem diese vier Schrauben entfernt sind, kann man einfach das hier hochziehen. Jetzt aber aufpassen, hier sind Leitungen. Die müssen jetzt entfernt werden. Ja, nachdem man dann den Deckel abgenommen hat, muss man einmal diesen 5-poligen, 1, 2, 3, 4, 5-poligen Stecker von der Platine entfernen. Zieh mal vorsichtig dran, hat man das schon in der Hand hier. Und einmal haben wir hier noch so zwei dünne Leitungen. Der sieht so aus, der kleine Stecker. Und den ziehe ich auch mal auseinander. Dann kann man den Deckel schön beiseite packen, weil den brauchen wir erstmal nicht. Ja, dann haben wir hier die Netzteilplatine mit ein paar Bauelementen drauf. Bevor ich jetzt überhaupt anfange, mir die Platine anzugucken, werde ich einfach mal die Thermosicherung prüfen. Dazu brauche ich nur ein einfaches Multimeter, das auf Durchgang funktioniert. Das heißt, halte ich die beiden zusammen, dann piept es. Dann ist alles in Ordnung. So, jetzt nehme ich ganz einfach den Stecker. Das ist einfach nur eine erste Prüfung, die man mal macht, ohne weiter zu gucken. Ich nehme jetzt hier diesen Stecker, halt einen da dran. Und den anderen entweder auf blau oder auf braun. Das heißt, dazwischen ist schon mal Kontakt. Die Sicherung ist in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass bei beiden Leitungen eine Sicherung in Reihe ist, dann müsste er hier jetzt auch klingeln bei. Alles klar, also die sind in Ordnung. So, und jetzt sieht man hier auf der Platine diesen kleinen roten, runden Kollegen. Ich hoffe, man kann das sehen, wegen Schattenmeldung oder sowas. Den einfach auch auf Durchgang prüfen. Das heißt, man dreht die Platine um, die beiden Pins, die da sind, klingelt man genauso durch, wie ich das eben gemacht habe. Wenn das Ding piept, ist es in Ordnung. Es handelt sich dabei um eine Sicherung mit 1,6 Ampere, 250 Volt. Die ist in Ordnung. Da ist Durchgang, das heißt, da ist das Problem nicht. So, aber jetzt gucke ich mir erstmal die Platine an und sehe schon, da ist es was nicht in Ordnung. Jetzt mal sehe ich hier einen Kondensator, der ist ein bisschen aufgebläht. Sind hier Widerstände drin, die sind schwarz. Da gab es mal Überstrom. Ja, die Teile sind jetzt ausgelötet und man kann jetzt ganz gut sehen, dass hier der Widerstand eine Rauchspur hat. Ja, da ist nichts mehr, da passiert gar nichts mehr. Er ist komplett durch. So, die vier Bauteile sind jetzt verlötet, sie sind jetzt eingebaut. Ja, ich baue jetzt wieder alles zusammen, setze die Platine ein, packe den Deckel drauf, schließe einfach mal das Gerät an und guck mal, was passiert. Und beim Zusammenbau bitte nochmal darauf achten, dass ihr einen neuen Kabelbinder verwendet, der hier rein muss, um das Ganze so ein bisschen zu entlasten, damit das Ganze beim Ziehen am Gerät nicht wieder alles rausreißt. Ja, dieses weiche Kunststoffgehäuse wieder zusammenzudrücken, das war dann doch ein bisschen Fummelkram. Aber es geht. Wenn man dann diese Schrauben hier wieder reinschraubt, dann sieht es wieder einigermaßen aus, also man muss es erst ein bisschen hin und her biegen, damit es zusammenpasst. So, das Symbol mit der Hitze muss dann nach da.
So, jetzt der finale Moment. Alles ist zusammengeschraubt. Stecker habe ich in die Steckdose gesteckt. Ich drücke einfach mal ganz mutig auf den Startknopf oder auf den Einknopf. Aber das sieht ja schon mal gut aus. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Ich könnte vielleicht noch was zu den Bauteilen sagen. Die Bauteile sind einmal bestellt. Ich fasse zusammen, ein Elco Radial, 10 Mikrofarad, 50 Volt, 105 Grad Celsius Typ, Low ESR. Dann den PWM Regler, den Viper 16LN, also V-I-P-E-R 16LN. Und dann habe ich eben noch Widerstände genommen, Sicherungswiderstände, ganz wichtig, es müssen Sicherungswiderstände sein. Und da habe ich jetzt 47 Ohm genommen mit 5% und dann 2, 3, 4, 5 Watt, irgend sowas in der Art, das müsste auf jeden Fall passen. Hat mich insgesamt gekostet der Elco 17 Cent, der PWM-Regler 83 Cent. Sicherungswiderstände habe ich jetzt 4 bestellt, falls ich eins zerschieße. Und 4 kosten dann 1,61. Plus Steuern mit Versand und so war ich dann bei 9,06 €. Ich finde 9,06 € und ein bisschen basteln ist immer noch besser, als sich was Neues zu holen. Schont die Umwelt und euren Geldbeutel. Also, bis demnächst.